Grüß Gott, herzlich willkommen hier auf dem Kanal der Pfarren Gösting und Dahl. Willkommen, ich darf einladen zu den kommenden Veranstaltungen. Vom Festnetz kommen hier unsere Pfarrfeste. Nächste Woche schon am Donnerstag, dem 16. Juni von Leichnam in Dahl. Um 9 Uhr sind die Messe mit dem Singkreis Dahl und die Vorstellung des neuen Pfarrgemeinderates. Anschließend ist dann Prozession, wie üblich, und dann ist das Fest um die Kirche. Wir hoffen auch, dass wir Asylanten aus der Ukraine, wir beten natürlich für den Frieden in der Ukraine, dass wir auch, sind einige Asylwerber hier aus der Ukraine in Graz und in Dahl, dass vielleicht auch einige dann kommen zum Gottesdienst. Aber wir haben genug Anliegen. 10 Tage später, am Sonntag, dem 26. Juni, ist dann das Pfarrfest hier in St. Anna Gösting, auch mit dem neuen Pfarrgemeinderat und dem Singkreis St. Anna Gösting. Und anschließend das Fest draußen vor der Kirche mit auf der Pfarrwiese mit der Familienband und Gruppen von unserer Pfarre. Darf ich herzlich einladen, ja. Rückblickend darf ich schauen auf die Straßengel-Wallfahrt. Wir sind am Pfingstmontag nach Straßengel gepilgert, und zwar beide Pfarren parallel, Gösting und Dahl. Danke dem Dietmar Graz in Dahl und dem Volker Sonnig in Gösting, der über Rach nach Straßengel gegangen ist. Es war eine schöne Feier in der Kirche von Maria Straßengel, gemeinsam von allen beiden Pfarren. Das war wunderbar, und ich glaube, das ist der Pfingstgeist, der zusammenführt, der nicht trennt und spaltet. Am Pfingstmontag in Straßengel. Und am Pfingstsonntag, also vor einer Woche, war dann die Dankeswallfahrt, die Dankesmesse der Ehejubilare in Dahl, und erstens fast 20 Ehepaare haben Danke gesagt, das ist wunderbar. Auch viele noch, die schon vor ein oder zwei Jahren Jubiläum gefeiert haben, 20, 30, 40, 50, 60 Jahre Ehejahr oder dazwischen. Und das war schön, und ich denke mir, auch da wirkt der Heilige Geist, der Geist der Treue, wie bei der Königin von England. Ich möchte abschließen mit einem Ehepaar, habe ich gelesen in der Zeitung, und zwar Josef und Maria Wolf, sinnigerweise, die haben 70 Jahre, und die haben gesagt, warum seid ihr so lange zusammen? Wie habt ihr es geschafft? 70 Jahre Ehe. Und da hat die Frau geantwortet, unser Motto ist, es kommt, wie es kommen will. Das heißt, nicht vorweg sich Sorgen machen um das, was kommen wird, sondern in Gelassenheit die Dinge auf sich zukommen lassen. Es kommt, wie es kommen will. Und diese Gelassenheit wünsche ich euch, und herzliche Einladung zu unserem Pfarrfesten 16. Juni Dahl und 26. Juni Gösting. Dankeschön.